Hi Leute, willkommen zurück zur weiteren Folge von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind auf dem Weg zur Pferdegöttin, die ich ja schon mal offscreen, zumindest deren Lager ich gefunden habe. Ich gehe davon aus, dass die Pferdegöttin ist, weil sie irgendwas davon geredet hatte im Sinne von, ja, das wird deinen Pferden gut tun und die Brücke zu ihr hin heißt Brücke des Pferdegotts. Also, hier ist schon wieder ein Krog. Krog. Da ist der Stein dazu. Dann bringen wir den mal hoch. Und hey, das liegt total da, wo es sein soll. Er muss ehrlich sagen, Nintendo hat es geschafft, mit diesem Spiel diese total süßen und niedlichen Crocs zu einer absoluten Plage zu machen. Ich glaube, nach diesem Spiel macht keiner mehr Crocs. Das haben sie ja schon mit Toads geschafft. Toads mochte ja früher auch total viele Leute und dann haben sie die einfach so gespammt in allen ihren Spielen, dass jetzt keiner mehr Toads mag und ich glaube, dasselbe machen die jetzt gerade mit Crocs. Ich brauche so einen Dreifachschussbogen, weil haben wir dreifache Chance zu treffen. Hey! Hallo Croc! Ich wollte eigentlich nur zur Pferdegöttin, ich wollte keinen Croc. Da werde ich auch nochmal meine Zeit für brauchen. Womit gehe ich jetzt endlich wieder zurück? Moment, wo muss ich jetzt eigentlich lang? Das da müsste sein. Also muss ich hier gar nicht durch. Bin ich sicher, dass es da lang geht? Was waren das hier für Dinger? Waren das wirklich Sidequests? Was habe ich denn da alles markiert? Da ist die Brücke des Pferdegotts. Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich hätte mir doch mal einen Schimmel mitnehmen sollen. Ich habe überlegt, als ich eben vor der Aufnahme da am Dingen stand, nehme ich jetzt den Schimmel mit oder laufe ich zu Fuß? Ich dachte, ach komm, zu Fuß kannst du dich hier ein bisschen durch. Okay, das lassen wir mal. Mit Bomben könnte ich die hochspringen, aber ich habe jetzt keine Lust. Ich wollte nur mal gucken, ob das, weil der Hammer heißt, mit Hämmern kann man normalerweise die auch kaputt hauen. Ob das funktioniert, aber der macht nur einen Damage. Das ist eigentlich klar, dass das nichts macht. Ich wollte es trotzdem mal ausprobieren. So, das Krog-Rätsel habe ich schon gemacht. Von da oben einen Stein runterschmeißen, der landet hier drin. Brücke des Pferdegotts. Ich sag mal, wenn ich hier meine Pferde wiederbeleben kann. Das heißt, ich komme hier nur hin, wenn mein Pferd tot ist. Das heißt, ich muss hier jedes Mal ohne Pferd hin. Das heißt, ich muss hier jedes Mal so einen scheiß Weg laufen, wofür man gerade ein Pferd braucht. Hast du keinen scheiß Teleporter bei dir? Blöde Drecksfee. Na, was soll's. Ich brauchte, glaube ich, nur 1000. Die haben wir ja. So, da bist du ja wieder. Schön, dass du wieder hier bist. Und wenn du Rubine hast, gib sie schnell. Meine Kraft zu bekommen, brauche ich 1000 Rubine. Jo, kannst du haben. Einfach der Vollständigkeit halber. Danke, mein Retter. Ja, sie ist zurück. Meine Kraft. Ich war ganz schön lange in dieser Knospe eingesperrt. Ich habe mich bei Krämpfe. Hast du mich befreit? Ich bin Marlon. Ich bin der Gott der Pferde. Für meine Befreiung hast du eine Belohnung verdient. Was mache ich da am besten? Soll ich dich fressen? Ja, war nur Spaß. Wenn du ein geliebtes Pferd durch einen Schicksalsschlag verlierst, kann ich es ins Leben zurückholen. Wenn du dagegen mutwillig ein Pferd um sein Leben bringst, dann... Erwartet keine Gnade von mir! War nur Spaß. Lass mich mal sehen.
Du kümmerst dich um deine Pferde, sie scheinen alle wohlauf zu sein. Das Band der Freundschaft zwischen dir und deinen Pferden ist außergewöhnlich. Teile weiterhin dein Leben mit deinen Pferden, lebe es in vollem Galopp bis zum Ende. Okay, damit hätten wir die auch gehabt. Und ein Remix von der London Farm Musik. Also eine Mischung aus der Feenquellenmusik von Ocarina of Time und der London Farm Musik. Die London Farm Musik spielt ja auch häufig, wenn man bei den Pferdeställen ist. Und die andere Musik im Hintergrund, die Feenquellenmusik, die war ja bei den anderen Feenquellen auch da. Also bei den richtigen Feenquellen. Damit gibt es scheinbar 5 von diesen Dingern. Einmal Pferdegott. Das Zeichen kann ich wegmachen, weil das brauche ich eigentlich nicht mehr. Also einmal Pferdegott und ein paar Mal was anderes. So, da müssen wir noch hin. Einmal Pferdegott und 4-mal Feen. Zum Ausrüsten meine ich natürlich. Welches Wesen, was hier lebt, hat die Fähigkeit, genauso wie die Göttin, uns Herzen und Ausdauer zu geben? Welches Wesen? Ich bin doch mittlerweile nahezu überall gewesen. War das hier? Genau, diesen hier habe ich offscreen gemacht. Hier steht auf dem Schild... Die wollten Kugeln, welche die Riesen der Thermehügel hüten, öffnen den Weg zur Heldenprüfung. Hier gab es 4 Honoxe. 3 Honoxe, meine ich. Da ist der blaue. Ihr seht es auf der Map. Da ist der blaue. Da ist der rote. Und da ist der schwarze. Alle 3 besiegen, alle 3 haben eine Kugel, alle Kugeln hier hochschleppen. Was ein ziemlicher Laufakt ist, weil du kannst damit ja nicht klettern. Die Kugeln in die 3 Sockel packen und fertig, Schrein erscheint. Die habe ich einmal offscreen gemacht, weil ich habe das hier halt gefunden und habe halt das Schild gelesen. Habe halt gesehen, okay, ich muss halt die 3 Hornoxe töten. Und da habe ich mir gedacht, mein Gott, wir haben schon so oft einen Hornox im Let's Play besiegt. Und vor allem der rote und der blaue sind überhaupt keine Herausforderung mehr. Den schwarzen habe ich dann halt wieder mit den Blitzen erledigt. Das brauchst du nicht in der Aufnahme zu machen. Stattdessen können wir uns hier einfach unsere Belohnung absahnen. Elektro-Großschwert, das habe ich dummerweise noch nicht. Also war es das jetzt endgültig mit dir. Elektro-Großschwert. Sesam, öffne dich. Ein weiteres Zeichen der Bewährung. Moment, ich wollte die Schreine jetzt doch gar nicht machen, ne? Ich bin jetzt schon wieder so verwirrt. Ich wollte die Schreine doch gar nicht machen. Ich wollte doch in diesem Part eigentlich Sidequests abarbeiten. Mein Gott. Weil ich habe nicht mehr so viele Schreine, die ich schon gefunden habe. Und deswegen wollte ich dann halt die Schreine finden... mit Sidequests finden, kombinieren und dementsprechend wollte ich halt erstmal die Sidequests, die wir haben, alle abarbeiten, damit ich weiß, wie viele Sidequests ich überhaupt noch suchen muss. Also fangen wir mal an. Was ist denn die erste, die noch läuft? Auf Expansionskurs. Wir müssen einen Grun finden, der mit da anfängt. Setzt an solchen Grun... Okay. Du möchtest an die Fensterbrücke die Fenster wegnehmen und zertrümmern und bitte dich darum, einen starken Grun zu finden, dessen Kraft dafür ausreicht. Solltest du einem solchen Grun begegnen, sprich ihn an. Doch vergiss nicht, dass dein Name ebenfalls auf da enden muss, wie es der Kodex der Bauunternehmers Yolanda vorschreibt. Okay. Wir reisen also erstmal zum Dorf der Goronen. Bevor wir das tun, ziehen wir uns erstmal um. Jetzt reisen wir zum Dorf der Goronen. Weil da mit Abstand die meisten Goronen rumgammeln und holen uns einen mit Dach.
denke mal, das wird eine mehrteilige Quest sein. Wir müssen wahrscheinlich noch eine Zora und einen Orni mit da Enten holen. Und noch ein Gerudo ist wahrscheinlich. Und vielleicht sogar noch ein Chica. Ich weiß es nicht, dass die sich dann da alle zusammentun. Aber aktuell sollte das... Aktuell machen wir zumindest erstmal den Goron. Also jemand, der auf DA endet. Bargo, bist es nicht. Ist das ein Stuhl oder was? Habe ich im Grunde, wo die Zielscheibe hier ist. Das soll ein starker Gerone sein. Das heißt, so ein Kind oder so brauchen wir gar nicht erst fragen. Bluto? Das ist das Häuptlingslager-Dingens. Oh, du hast eine Quest. Hallo. Ich hab Bernstein. Ich hab auch 10 Stück. Ich hab die. Ja, gern. Was? Ich bekomme im Laden 300 Rubine dafür? Kann sein. Ich krieg auf 500, nehme ich gerne. Okay. Immer 10 auf einmal. Ändert sich von Zeit zu Zeit. Edelstein im Port geschafft. Du hast nicht zufällig. Habe ich 10 davon? 2300 würde ich bekommen. Hätte ich, aber ich will nicht so viel Geld ausgeben. Also ich brauche die ja zum Upgraden. Ich kann mir vorstellen, dass die Goronen vielleicht in den Minen arbeiten, die wir suchen. Gibt es ja diverse Minen. Pylo. Rogaro. Die Rüstung habe ich schon. Volkon. War das eine gute Idee? Das ist Rattore. Nein, danke. Wo finde ich einen starken? Die müssen. Das muss ja irgendwo in den Dingen sein. Agi. Tanko. Ja, ich gehe jetzt einfach mal in die Minen hier oben. Es gab ja die Nordminen und ich glaube, ich habe die Südminen auch schon gefunden. Da waren das die Ostminen, keine Ahnung. Oh, ich sollte doch gucken, wo ich hinlaufe. Ich habe übrigens Magorok, habe ich ja auch gefunden beim Erkunden. Hugo. Rohan. Okay. Okay. Den habe ich schon erreicht. Den Wackenrock am... Habe ich den nicht schon besiegt? Okay, wir brauchen einen Steinspalter, 5 Feuerstein und Diamanten, um einen weiteren Bergspalter zu bekommen. Das ist kein Ding. Aber ich brauche keinen neuen Bergspalter. Mein Steinspalter steht hier rum, Feuerstein habe ich auch und Diamanten habe ich auch. Also...
Das würde ich schon hinkriegen. Ich habe diesen Magorok schon besiegt, aber ich glaube, seitdem war Blutmond. Deswegen ist er wahrscheinlich wieder da und deswegen zählt das wahrscheinlich nicht. Habe ich denn nicht sogar noch ein Foto von dem oder habe ich das mittlerweile schon gelöscht? Nee, hier. Da ist es. Ich habe sogar ein Foto von dem. Ein sehr gutes Foto, ich weiß. Ich gehe jetzt erstmal zu den Minen da. Vielleicht kann ich dich gebrauchen. Nee, du bist Drack. Sonst sind die, glaube ich, keine Goronen. Dann vielleicht zu den anderen Minen. Vielleicht da, wo wir die Dingens gefunden haben, die Löschechsen damals. Es könnte gut sein, dass da welche sind. Die Koronenbrücke. Hier bin ich jetzt aber falsch, ne? Weil da kommen wir jetzt nur zur Koronenquelle und zur Brücke von Eldin. Wenn, dann würde ich hier zur Südmine wollen. Ich gehe jetzt erstmal zur Quelle, weil an der Quelle war ja das kleine Kackkind, was gesagt hat, dass es auf dem Weg zur Eldin-Brücke einen Schatz versteckt hat. Und die Eldin-Brücke ist ja quasi direkt daneben. Das heißt, viel zum Absuchen ist ja nicht. Das ist ja auch eine Sidequest. Gott, dass ich das jetzt so schwer herausstellen würde, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aha. Ich würde gerade sagen, der Alte ist weg, aber nee, der ist noch da. Du warst Grab und du warst Spapfel. Du hast auf dem Weg zur Eldin-Brücke einen Schatz versteckt. Eldin-Brücke ist gleich da hinten. Das heißt, der Schatz kann nur hier innerhalb der nächsten paar Meter sein. So, auf dem Weg zur Eldin-Brücke. Die Eldin-Brücke ist gleich da. Auf dem Weg dahin kann nicht mehr so viel sein. Da unten war nur der Dungeon, den wir schon gemacht haben. Dann gibt es noch diesen kleinen Abstecher hier. Und da kann man was aufsprengen. Ist es das? Das war schlau. Ist das ein versteckter Schatz? Ich glaube nicht. Einen weiteren Diamanten!
Das ist jetzt ja aber auch nicht mehr auf dem Weg zur Eldin-Brücke. Das ist jetzt ja davon abgeschieden. Da ist übrigens der Magorok. Am Marugo-Teich, den wir besiegen sollen. Ich weiß nicht, ob ich den nochmal so besiegen kann, wie ich ihn beim letzten Mal besiegt habe. Ja, ich habe noch genug Eispfeile dafür. Okay, damit sollte es eigentlich gehen. Mit Eispfeilen abkühlen. Hingehen. Aber unser Ding ist nicht gut dafür. Nehmen wir lieber den hier. Okay, weißt du was? Ich habe eh nur noch einen davon. Oh, oh. Nein! Okay, das ist natürlich das Dämlichste, was passieren kann. Was ich eigentlich sagen wollte, war... Wir haben eh nur noch... Eh nur noch einen hiervon. Also kann ich das jetzt auch einsetzen, dann kann ich das nämlich wieder in Ruhe aufladen. So. Das gefällt mir. Wir haben den Magorok besiegt. Und können zumindest den Kram abliefern. Da habe ich schon einen Krog gemacht. Da ist Steam, was sich da einschiebt. Das ist natürlich total toll. Da vergisst man das einmal auszumachen und schon. So. Könnte ich jetzt hier endlich mal den Schatz suchen? Wo auch immer der sein soll. Das ist eine total detaillierte Information. Ich habe auf dem Weg dorthin einen Schatz versteckt. Ja, danke. Jetzt weiß ich genau, wo der ist. Echsen brauche ich ein paar, um meine Feuerrüstung aufzuleveln. Damit ich im Feuer- und im Eisgebiet nicht mehr so krasse Probleme bekomme, versuche ich momentan zusätzlich parallel ein bisschen meine Feuer- und meine Eisrüstung aufzuleveln. Und für die Feuerrüstung brauche ich die Löschechsen, für die Eisrüstung brauche ich hier diese ganzen Feuerschleimdinger. Also beides Dinger, die ich hier ganz leicht farmen kann. Da freut es mich, dass ich hier gerade ein bisschen unterwegs bin. Aber mich freut es nicht, dass ich den scheiß Schatz nicht finde. Meine Fresse! Wo soll denn der sein? Ich weiß doch noch nicht mal, wie der Schatz aussieht. Ist es eine Truhe? Er hat halt nur gesagt, dass er einen Schatz versteckt hat. Nicht, wie der aussieht, was das ist, keine Ahnung. Hat er nichts von erzählt. Ich guck gleich da oben nochmal. Auf dem Weg zur Brücke habe ich einen Schatz versteckt. Da ist die Brücke. Absolut keine Hinweise darauf, wo, wann, wie, wo. Solche Quests sind ja super. Das ist natürlich fürs Let's Play ist das super, dass man jetzt schon wieder 20 Minuten rumgammelt und wieder nichts geschafft hat. Das ist genau wie bei den Orni. Wenn es das jetzt jedes Mal so ist, dann nehme ich meine Prognose mit den ca. 10 Parts zurück und erhöhe auf ca. 35. Wenn wir halt pro Part nur noch eine Sache schaffen. Wenn überhaupt. Na
Also gut, wenn wir den jetzt nicht gleich hier drauf oder auf dem Berg da hinten finden, dann werde ich den offscreen suchen. Wir können auf jeden Fall gleich nochmal ins Dorf zurück und Bescheid sagen, dass wir den Magorok besiegt haben. Bevor Blutmond kommt und er wieder respawnt, das wieder nicht zählt. Und dann... Ja, was mache ich dann? Ach ja, da müssen wir immer noch das Ding suchen. Sieht so anders aus, der Fels, als wenn man den zerstören könnte. Ist Blutmond oder ist kein Blutmond? Ich muss jetzt jede Nacht darauf achten, ob Blutmond ist oder nicht, aber ich glaube, dass das ist normaler Mond, ja. Weil wenn Blutmond ist, dann muss ich echt so schnell es geht in den Dungeon gehen und damit den Blutmond auf den Tag darauf verschieben, damit wir dann dahin können zu dem komischen Schrein. Ansonsten werden wir den nie bekommen. Ein Erzbohrer. Ist das der Schatz? Den hatte ich schon mal sogar. Erzbohrer hört sich geil an. Schiss, Elektro-Großschwert. Geheimnis des Todesbergs. Neuer Eintrag. Was war Geheimnis des Todesbergs? Ich will immer hier in die Quest gucken. Geheimnis sind auf dem Weg zwischen der Grundquelle und der Brücke von Edinas, du unter Felsen begraben einen Erzbohrer gefunden. Also der Schatz ist von der Spaffe gedreht. Ja! Das war tatsächlich der Schatz. Boah, wir haben die Quest erfüllt! Wir haben sie erfüllt! Leck mich am Arsch. Wir machen Fortschritte. Wer hätte damit gerechnet? Hier! Den habe ich gefunden! Der Schatz ist über dem Lava... Nicht dein Ernst. Wenn man nachts mit dem redet, Schlaf, redet der und erzählt einem das alles doch mal übersetzt. Und sagt einem sogar genau, wo der ist. Ich hasse dieses Spiel. Oh mein Gott, und wir suchen uns hier halb tot. Und der verrät es einem einfach, wenn man nachts hinkommt. Und ich habe immer nachts nicht mit dem gesprochen, weil nachts sind die Leute ja immer total unnütz. Oh Mann. Na gut, das Ding heißt Erzbohrer, also werden wir den benutzen, um Erze zu bohren. So, du Vollidiot, ich habe dein Ding gefunden. Dein Ding besiegt, meine ich. Stand der nicht hier? Warst du das nicht? Den habe ich besiegt. Im Darunia-See war ich beim falschen See. Ich war am Marugo-See. Im Darunia-See gibt es auch einen, und das ist der wahrscheinlich da. Okay, den hatte ich wahrscheinlich vorher auch schon den falschen besiegt. Ja, ich hatte den falschen besiegt. Und deshalb hat es nicht gezählt. Okay, dann muss ich den was anderes mal machen. Wir haben jetzt einen gemeinsam besiegt. Da wir jetzt einen gemeinsam besiegt haben, werde ich den nächsten offscreen besiegen, wenn ich dran denke. Und dann und nur noch die Belohnung hier abholen. Wir brauchen jemanden, der auf da endet. Vermutlich in der Südmine. Ich gehe einfach mal zur Südmine, oder was bist du? Krant. Ist das hier der Weg Richtung Südmine? Ja, ist der Weg Richtung Südmine. Oh, und ich hoffe, gleich wird's Tag, damit wir nochmal zu dem kleinen Drecksbalg gehen können. Um die Quest endgültig abzuschließen.
50 Jahre später, wir segeln immer noch durch den Todesberg. Bei der Südmine müsste übrigens auch das Ding sein, an das ich nicht rankomme. Was ist denn das da oben? Seht ihr das? Das ist so ein Luftballon von einem Krog. Wieso mache ich es mir nicht so kompliziert? Hier ist ein fucking Aufwind. Krogsamen, danke. Ist das denn das Skelett bei den Goronen, was wir brauchen? Nein. Sie liegen zwar immer überall riesige Skelette drum, aber das sind nicht diese Wahlknochen, die wir brauchen. Okay, hier ist die Mine. Borin. Ja. Ciao. Du bist Jingo. Du bist Grada. Ich brauch dich. 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 Ja. Gibt es? Tabu Rasa. Ja, 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 ja. Ja, genau so ist es. Okay. Gut, dass der auch auf da endet. Dann hätte er Probleme gehabt. Wir haben neue Bewohner für Tabu Rasa gefunden. Auf Expansionskurs. Geschafft. So, Doral hat nichts zu erzählen. Pick auch nicht. Ist irgendwo ein Lagerfeuer. Ist hier irgendwo ein Lagerfeuer? Da ist ein Lagerfeuer. Was machst du denn hier? Abend, hier bleibt es noch zu heiß und die Goronen essen mir die Hälfte auch noch einen heißen Eintopf. Ich bin gerade auf dem Heimweg von Goronia, aber ich habe vergessen, Mitbringsel zu kaufen. Eigentlich wollte ich ein paar von diesen Löschechsen zum Dosberg von. Oh Gott. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Ich habe 3300 für diese Rüstung ausgegeben und du gibst es mir für 15 fucking Löschechsen. Die findet man in ein paar Minuten. Oh. Warum? So, da ist übrigens der Marugo-Tunnel und da ist das Ding, wo ich graben muss. Und ich nicht durchkomme. Komme ich mit dem Ding hier vielleicht da durch? Warte mal. Ich gehe mal kurz dahin, weil der Kleine müsste jetzt hier wach sein. Dann kann ich dem erzählen, dass ich das Ding hier gefunden habe und bin glücklich. Dieser Bohrer sieht total special aus. Also wenn da irgendwas durchkommt, dann dieser spezielle Erzbohrer. Weil der Corona, der da hackt, sagt er einfach nur, ich hacke für die Heldenprüfung. Ich hacke für die Heldenprüfung. Mehr erzählt er einem nicht.
Also nicht irgendwie ein Hinweis oder sonst irgendwas, wie man da durchkommen könnte, sondern sagt einfach nur, dass er für die Heldenprüfung hackt. So. Mein Kleiner, ich komme. Wichtig, dass ihr einmal sterbt. Das ist ein persönliches Anliegen. Jetzt wach auf! Es ist morgens. Alter, wenn du jetzt nicht gleich aufwachst, ne? Ich warte noch bis 7. Hat es gleich rum und wir haben noch nichts getan. Noch absolut gar nichts getan. Oh, wach doch auf! Ich will die Quest beenden! Jetzt wach auf! Warum habe ich nicht bis Mittag gestellt? Wachst du bitte auf? So, jetzt scheint Sonne auf dich drauf. Jetzt musst du aufstehen. Fick dich. Urbosas Zorn ist bereit. Wach jetzt auf! Du stiefst jetzt schon 12 Stunden, willst du mich verarschen? Du hast mir eine scheiß Quest gegeben. Das ist echt nervig an dem Spiel ein bisschen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Dass man Quests nur zu bestimmten Zeitpunkten oder zu bestimmten Tageszeiten abholen kann. Und man jetzt hier quasi hilflos steht. Und wenn man wegrennt, dann darf man den ganzen Weg ja wieder zurückrennen, weil ja kein Teleporter direkt nebenan ist. Ich meine, das ist jetzt nicht so ein weiter Weg, aber zum Beispiel jetzt in den Displayaufnahmen ist das schon nervig, dass ich den Weg jetzt nochmal gehen darf. Und ich weiß nicht, das ist halt einfach nicht nötig. Das muss halt eigentlich nicht sein. So, vielleicht kann mir dieses Schild hier Hinweis geben. Das ist kein Schild, das ist einfach eine Kette, okay. Hier ist es nämlich, genau hier. Geheimnis des Helden. Ich muss graben, 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 als gäbe es keinen Morgen. Ich werde das Geheimnis lüften. Was ich aufgrabe, na, das Geheimnis. Und mehr erzählt er nicht. Okay, warum gibt es hier so ein Lagerfeuer zum Warten? Ich warte bei dem auch mal bis abends. Hackst du die ganze Nacht durch? Das kann doch echt nicht wahr sein. Ich habe halt echt keine Ahnung, wie diese Felsen kann man normalerweise nur mit einer Kanone zerschießen. Ich bin hier schon rausgegangen und hier ist absolut keine Kanone in der Nähe. Gibt es nur den Wegweiser mit Specksteinklippen in die Richtung. Aber hier ist keine Kanone, die auch nur ansatzweise hier reinschießen könnte. Der Marugo-Tunnel. Da ist halt definitiv ein Schrein drin, wenn du schon vom Geheimnis des Helden sprichst. Das Geheimnis des Helden und sowas in der Richtung war bislang immer ein Schrein. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir das wegbekommen sollen. Nein.
Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Wir haben schon wieder den Blutmond verpasst. Wir haben schon wieder den Blutmond verpasst. Ich habe jeden ausnahmslos jeden Abend nach oben geguckt. Es war nie Blutmond. Jetzt gucke ich einmal nicht hin. Einmal. Weil ich die Nacht mal überspringen muss, damit das kleine Kind wach ist. Und genau dann ist Blutmond. Willst du mich verarschen? Oh, wir brauchen, dass der mit der Scheißschrein auftaucht. Wir müssen halt während des Blutmondes auf dieser blöden Klappe da stehen, die relativ weit weg ist. Vom nächsten Teleportziel. Boah, es hat sich natürlich voll gelohnt, dass ich jetzt einen Tag vorher hier meine Pfeile verschwendet habe, damit ich, wenn ich das nicht mehr hier langlaufe, die Octoroks nicht mehr da sind. Damit genau dann Blutmond kommen, die Octoroks wieder da sind. Ja, leck mich alle. Hey, guck mal, die Octoroks sind wieder da. Euch. Du kleines Pisskind. Da. Ich hab ihn gefunden, hab ihn in der Hand. Ja. Ja, das ist dein Erzbohrer. Ja, habe ich. 1-0, das heißt, du kannst den Erzbohrer behalten. Das heißt 1-0. Was heißt 1-0? Sag mir nicht, es gibt noch mehr Aufgaben. Okay, aktuell gibt es nicht noch mehr Aufgaben. Puh. Das war jetzt echt ein anstrengender Part. So viel zu. Ich klappe jetzt alle Sidequests ab. Das hat wunderbar funktioniert. Ich habe jetzt hier noch 4 Dungeons, die ich bereits gefunden habe. Und noch eine ganze Menge, die ich noch erkunden möchte. 5 Dungeons, die ich noch gefunden habe. Alle anderen sind momentan noch versteckt. Deswegen machen wir wie folgt. Wir reisen jetzt. Wir schauen uns jetzt erstmal die nächste Sidequest an. Wir können das hier nicht ewig warten lassen. Auf Expansionskurs. So. Wir müssen Dumster berichten, das machen wir irgendwann mal. Mit dem Monsterladen müssen wir fotografieren, wenn ich den Offscreen nochmal finde, werde ich das tun. Das eigene Traumhaus, dafür brauchen wir unfassbar viel Geld. Ein Bild vom Knochenpferd, wenn ich das irgendwann Offscreen nochmal sehe, werde ich das tun. Das Goronengewürz. Live am Stall der Orni. Zum Stall der Orni geht es hier. Ist das auch wieder ein Stall, wo es keinen Teleportpunkt gibt? Oder habe ich da auch wieder einen übersehen? Ich meine, gut, direkt bei den Orni ist ein Teleportpunkt, aber trotzdem, normalerweise direkt neben dem Stall auch immer ein Teleportpunkt. So, Foto vom Knochenpferd muss ich mir merken. Ich schreibe das am besten mal schnell auf. Sonst denke ich da wieder nicht dran. Also, alles, was hier draufsteht, kann ich durchstreichen, weil das waren bislang alles Sachen, die ich nicht mehr brauche. So, Knochenpferd und Monsterladen. Da brauche ich jeweils ein Foto von. Im Monsterladen brauchen wir ja nichts mehr kaufen, weil das alles nichts bringt. Das, was da am coolsten war, besitzen wir bereits. Und da es nicht upgradebar ist, wird der Rest auch nicht upgradebar sein. Und dementsprechend brauchen wir das auch alles nicht. Hier ist noch ein Krog. Hallo. Bin ja mal gespannt, ob ich tatsächlich auf die 100% gehen werde. Ich kenne mich. Ich werde nicht wirklich zur Ruhe kommen, bevor ich hier nicht 100% gemacht habe. Bei so einem Spiel, was mich so packt wie das hier, da muss ich so nah es geht an die 100% rangehen. Und wenn ich irgendwo eine Liste mit allen Crocs finden werde, werde ich wahrscheinlich diese Liste nachgehen und alle Crocs, die mir noch fehlen, suchen.
Aber wahrscheinlich erst nach Beendigung des Let's Plays, da bin ich mir relativ sicher. Waren das die normalen Frostlibellen? Die sahen so viel dunkler, also so viel heller, so viel hellblauer aus, als die, die ich sonst kenne. Das ist auch eine Sidequest. Ja. Ja. Wie läuft's? Okay. Ein Glazirock. Ja, habe ich auch schon gesehen. Frage, ob das der ist, den ich schon besiegt habe. Hab's besiegt. Okay, das ist der, den ich schon mal besiegt habe. Also endlich werde ich das mit dem Magorok auch machen. Dann schreibe ich mir auch gleich mal auf Magorok besiegen. Werde ich auch offscreen machen. Bei einen haben wir eben schon im Let's Play besiegt. Beim anderen wird es ja nicht anders sein. Nur das Hinkommen wird wahrscheinlich etwas interessanter. Und... ja, ne? Wer von euch wollte das Gewürz? Du wolltest das Gewürz. Hier, habe ich dabei. Dadurch, dass wir eben so lange bei den Goronen gebraucht haben, wird auch diesmal wieder der Part etwas länger. Ja, klar, mir egal, ich will nur die Quest beenden. Okay. Kann man verschiedenste Arten von Curryreis machen, das ist interessant. Curry gegen die Kälte. Ja, vielleicht. Okay, dann nächste Sidequest. Wir werden jetzt hier so schnell es geht durchgehen. Ach du Scheiße, das viele. Die werden wir nicht alle machen, aber egal. Bild vom Knochenpferd, Leergeld, Magorok. Habe ich schon aufgeschrieben. Löschechsenjagd. 10 Löschechsen schreibe ich mir auch auf. Auch die werde ich offscreen sammeln. Das brauchen wir im Let's Play nicht machen. Da haben wir schon 8 gesammelt. Und dann das ist schon mal 8 auf einmal gesammelt. Bei den Gerudo erzählt man sich eine Legende von der 8. Kriegerin. Da weiß ich momentan noch nicht weiter. Da muss ich gucken, wo ich die finde. Verschwunden im Tal werden wir dann demnächst mal suchen. Auch das kann ich kurz mal machen. Eisstab. Davon hatten wir schon so viele. Das müsste auch nicht mit dabei sein, wie wir den finden. Rumi-Foto. Rumi haben wir auch schon so oft gesehen. Den gibt es... vor allem bei Kakariko, wenn man von Kakariko Schrein aus Richtung Feenquelle läuft, da sind immer 2 Rumi relativ häufig direkt auf dem Weg. Kann man also einfach einen fotografieren. Das werden wir auf jeden Fall demnächst machen. Folge den Schatten. Du hast die große Federgabe erreicht und so Turins bitte erfüllt. Die müssen wir nur noch abgeben. Das machen wir jetzt am besten. Steil der Tabanta-Brücke. Steil der Tabanta-Brücke, Steil der Tabanta-Brücke, Steil der Tabanta-Brücke. Da haben wir nämlich noch nicht den Schrein gemacht. Aber ist egal, da werden wir jetzt unsere Sidequest mal abgeben. Also, Foto von Knochenpferd, Foto von Monsterladen, Foto von Rumi. Den Magorok besiegen, 10 Löschechsen holen und einen Eisstab besorgen. Mir wird definitiv ein Eismagier über den Weg laufen, wenn ich Schreine suche. So, wer von euch wollte das sehen? Da. Yep, hab ich. Du hast mir zwar nur 500 gegeben, sie wollte 10.000 haben, aber habe ich gemacht. Ja, hat sie. Noch, ja, kein Problem. Er hat mir 500 Rubine gegeben, also ich glaube, wir brauchen keine Belohnung mehr. Okay.
Nächste. Eine machen wir noch. Also ich habe die markiert, damit ich weiß, alles darüber braucht man nicht angucken. Kolossale Knochen. Orakum, Stelle der Marita hat dich im Bäder vom Kolossalknochen gebeten. Das werden wir auch in einem der nächsten Parts machen. Das können wir jetzt nochmal gucken. Stelle am Fluss. Wir haben ja eins davon. Stelle am Fluss war der hier, ne? Stelle, das war Stelle Sümpfe, das war Stelle am Fluss. Wir haben ja das Gardeschwert dabei. Ich hoffe, wir erwähnen nicht die ganze Reihe, weil wie gesagt, den Bogen haben wir schon mal kaputt gemacht. Aber wir haben das Gardeschwert dabei und da wollt ihr eigentlich nur mal eines dieser Gardewaffen sehen. Sollte es ja eigentlich reichen, wenn wir ihm das zeigen. Da. Yep, das kann ich dir einmal zeigen. Das ist fantastisch. Danke, dass du mit uns eine wahre Größe geteilt hast, lösen gehen und etwas Ähnliches finden. Nimm das als Zeichen meiner Wertschätzung. 300 Rubine, gern geschehen. Das Quest abgeschlossen. Okay, das nächste bitte mal anschauen. Da, weiter. Kolossale Knochen, königliche Küche. Dafür müssen wir nochmal nach Schloss Hyrule. Auch das werden wir demnächst einmal machen. Ja, der Fleischfresser. Thront am Stall der Ebene. Stall der Ebene, Stall der Ebene. Wir haben das Edelfleisch. Stall der Ebene, Stall der Ebene. Das waren die Banditen der Barriere. Das war Stall der Hochebene. Oh, natürlich ist ein großer Unterschied. Stall der Schlucht. Stall der Ebene. Habe ich vergessen, überall die Haken die Sterne wegzumachen. Jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wo doch noch eine Quest war und wo nicht. Obwohl, ich kann ja eigentlich einmal privat die Questmarker durchgehen und einfach überall einmal draufklicken. Dann sehe ich ja, wo die alle marken. Und dann setze ich da einfach meine Häkchen und fertig. Und alle anderen mache ich weg. Das kann ich ja auch screen alles machen. Das ist halt nur für die Aufnahme langweilig. Ich weiß, wir gehen hier auf die Stunde zu, aber wie gesagt, wir haben jetzt im letzten Part fast 30 Minuten mit den Orni verschwendet und in diesem Part 20 Minuten mit den blöden Goronen. Damit wir hier ein bisschen vorankommen, müssen wir hier schon ein bisschen was machen. Also rüber da. Lande da unten mal kurz. Da waren wir noch nie drin. Das fällt mir jetzt gerade so auf. Da war ich noch nie drin. Das werde ich vermutlich gleich machen. Dass ich da mal reingehe. So, wer von euch wollte das? Du wolltest das. Ich habe Luxuswert dabei. Eine Rubine nehme ich gerne dafür. Und bitte sehr. Du wolltest das Pferd sehen. Nimm das mal kurz. Mit? Nein, ich will kein Pferd abgeben. Ich will Schnöpfe holen. Denn Schnöpfe ist ein weißes Pferd. Und dann haben wir gleich beide Quests, die hier waren, abgeschlossen. Ja, 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 bla, 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 bla. Der Schirm mit der Königsfamilie, da hat mein Opa also die Wahrheit gesagt, dass ich das noch sehen durfte. Lass mir dir das Geschirr von dem Sattel der Königsfamilie geben. Hat mir mein Opa gemacht. Oh, Königssattel. Der Sattel der Königsfamilie von Hyrule, deren Wappen darauf entstrahlt. Das Pferd der Prinzessin Zelda soll mit diesem Sattel wie mit einem Sattel wie dieser ausgestattet gewesen sein. Königssaumzeug. Das erste Mal, dass wir Sachen für unser Pferd bekommen. Der Schimmel von Prinzessin Zelda, von dem mein Opa mir so oft erzählt hat. Er sagte, die Prinzessin auf diesem Pferd sei der wunderbarste Anblick der Welt gewesen. Kein Zweifel, das hier muss ein Nachkomme jenes Pferdes sein. Wunderschön, ich glaube, ich träume. Das Pferd der Könige. Sieht doch schon ganz edel aus. Kann ich wieder abgeben?
Ich wollte es abgeben. Da. Abgeben. Und schauen wir nochmal kurz, was haben wir noch für Quests. Wenn wir noch eine haben, wo wir nur kurz hinlaufen müssen, dann machen wir die noch kurz zu der Knochenkönigliche Küche. Nö, das war's. Okay. Wie gesagt, ich werde... Dumpster werden wir gemeinsam aufsuchen. Den Monsterladen werde ich versuchen, wenn ich ihn zufällig sehe, zu fotografieren. Beim Traumhaus weiß ich nicht, ob ich da mein Geld jetzt rein investieren will, weil ich will eigentlich erstmal die antiken Waffen haben und die fotografieren. Also um die Fotos von denen zu bekommen. Wenn ich dann noch Geld übrig habe, dann werde ich das ins Haus stecken. Ein Bild vom Knochenpferd. Das werde ich offscreen versuchen, ein Knochenpferd zu bekommen. Den Magorok werde ich auch offscreen machen. Die 10 Echsen werde ich auch offscreen fangen. Da brauchen wir noch einen Hinweis für. Die werden wir gemeinsam suchen. Das werde ich offscreen holen. Das werde ich offscreen fotografieren. Die werden wir gemeinsam suchen. Da werden wir gemeinsam suchen. Das wird unser nächster Ausflug ins Schloss Hyrule. Aber dafür möchte ich die vorher erstmal alle geschafft haben. Und ja. Der Ausflug ins Schloss Hyrule, das wird, glaube ich, das nächste Highlight so ein bisschen. Bis dahin wird noch viel Schreine machen sein. Ich weiß, das ist für die meisten von euch wahrscheinlich relativ langweilig, aber ich habe nur mal von vornherein gesagt, dass ich nahezu 100% Run außer, also 100% Run außer Crocs machen möchte. Und wenn ich mir das ein bisschen vornehme, dann möchte ich das gerne auch umsetzen und dementsprechend kommt es natürlich leider dazu, dass ab und zu mal ein bisschen langweiligere Abschnitte kommen. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.